Detective Sebastian Castellanos. Ich versuche, den Namen richtig auszusprechen. Castellanos. Der schleicht hier irgendwo durch dieses Zombie-Dorf. Unten tobt ein Ralf. Ich kann mich nicht austrauen, weil so ein blöder Heckenschütze da oben auf einer Veranda ist und mich abknallt. Und hier habe ich leider nichts. Schade. Und ich arbeite mich jetzt mal von oben nach unten hier voran. Erstmal alles finden, was ich finden kann. Auch hier ist nochmal Stroh. Das fackel ich jetzt nicht ab, weil es war noch nie unter Stroh irgendwas drunter. Wenn jemand weiß... Ach, kann ich das einpacken hier? Geht das? Nee, ich bin voll. Oh, hier habe ich auch noch ein Beil, oder? Nee, habe ich nicht. Schade. Also bisher war nichts unter... Was ist das? Ach, noch eine Granate. Gut. Bisher war nichts unter Stroh unten drunter. Deswegen glaube ich... ich würde sagen, wir können dich mal laufen lassen, oder? Ja. Bisher war nichts unter Stroh oder unten drunter. Deswegen fackel ich das jetzt nicht mehr ab. Ich fackel es nur ab, wenn ich das aus Versehen mache oder glaube, dass mir das irgendwas nutzt. Jetzt mal hier hoch. Oh, das geht aber weit. Oder ist Ralf hier oben? Nee. Oh. 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 Hier oben gefällt es mir aber. 1000 Grütze. Wow. Streichhölzer kann ich nicht einsammeln im Moment. Aber hier, diese Götterstatue. Da ist wieder ein Schlüssel drin. Sehr schön. Das ist Schlüsselnummer. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein Spinnschlüssel. Das sind Fallenteile. Zwei Stück. Und ich muss mir merken, dass hier oben noch Streichhölzer sind, jede Menge. Und jetzt muss ich wohl oder übel mal langsam mich mit Ralf beschäftigen. Es geht nicht anders. Ich habe es lange genug herausgezögert. Ich habe zwei Granaten und... Lad mal durch. Zwei Granaten und 15 Schuss. Das muss auch für Ralf langsam mal reichen. Wie komme ich eigentlich runter? Das ist eine gute Frage. Ich muss unten rein. Ich komme von hier oben gar nicht runter. Doch, da hinten. Da hinten ist eine Treppe, die runterführt, glaube ich. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Hier. Oder? Ah, wo ist Ralf? Wo ist Ralf? Hier ist ein Schwein. Da hinten ist eine Bombe. Ach, da ist Ralf. Der ist angekettet. Jede Wette. Sobald ich unten bin, reißt der seine Ketten entzwei. Da hängt noch einer. Da ist eine Mistgabel. Die könnte mir auch helfen. Leichen. Hackebeil. Blutblasen. Hier ist eine Falle irgendwo. Aber wo? Falle, wo bist du? Seht ihr eine Falle? Ich sehe keine Falle. Aber die Blutblasen haben noch nie getrogen. Ich möchte ganz gerne mal die Falle entschärfen, bevor ich hier rumlatsche. Hier sind die Blutblasen weg. Das heißt, die Falle ist da hinten. Oder in der Richtung. Aber wo soll die denn sein? Jetzt mal ehrlich. Oben drüber war sie doch auch nicht. Da war ich doch schon. Wenn ich jetzt hier eine Falle habe und laufe gleich panisch vor Ralf weg. Ah, ihr seid auch irgendwie hässlich. Was, ich soll die Schweine verbrennen? Nee, oder?
Soll ich denn hier verbrennen? Was soll ich hier... Ach, hier oben, den Heini. Oh ja, tut doch nix. Okay, also hier hinten ist irgendwo eine Falle, die ich nicht sehe. Oh Mann, Ralf. Nehmen. Hier ist irgendwo eine Falle, ich weiß nicht wo. Ich sehe sie wirklich nicht. Oder ist die hier draußen hinter der Haustür? Das kann natürlich auch sein. Bisher hat man die Fallen immer gesehen. Man konnte sie sehen. Ich sehe sie ja gerade nicht. Ich gehe jetzt davon aus, dass die hier hinter der Wand ist. Und mir jetzt nichts tut. Okay. So. Da ist übrigens noch so eine Bombe. Die sollte ich kaputt schießen, richtig? Ja. Jetzt keine Experimente kurz vor der Konfrontation mit Ralf. So, das wäre erledigt. Hier ist noch der nächste Pferch. Das hier ist Stacheldraht verstärkt irgendwie. Soll man hier durchschleichen? Nein, das ist auch zu. Ich glaube, man muss hier links um die Ecke rum. Hier raus. Ich würde behaupten, dass jetzt hier hinten... Oh, Vorsicht, da ist einer mit einer Spitzhacke. Der könnte... wieder... Ja. Oh. Huhuhuhuhuhuhu. Oh, der war gut, oder? Der war richtig gut. Für meine Verhältnisse. Ich, der ich ja überhaupt keine Shooter spiele. Schleichen. Und ich hatte zum Glück einen Kontrollpunkt. Das ist sehr schön, wenn mich Ralf nämlich gleich zerfleischt. Die habe ich den Kopf zerschossen. Du bist... Oh, du hast eine Spritze. Die habe ich den Kopf zerschossen. Du stehst nicht wieder auf. Werde ich mal schwer hoffen. Und ich will meine These checken, dass jetzt hier eine Falle ist, hinter dieser Wand. Ja, da ist eine Falle, genau. Da vorne ist auch ein Zombie. Ich muss die Falle links entschärfen. Geht das überhaupt? Nee. Da muss ich sie entschärfen. Komm schon. Sebastian. Tu mir das nicht an. Okay, die wäre weg. Den kann ich doch richtig gut im Schleichangriff. Oder? Oh, hier ist noch eine Falle. Vorsicht. Schleichen! Hä? Ich glaube, ich habe... Eieiei. Ich Vollhonk habe natürlich irgendwie die Schleichangriffstaste nicht gedrückt. Oh, das kommt davon, wenn man lange nicht spielt. Ruhe? Ruhe. Was war denn das? Eine Waffe. Eine Axt. Oh Mann. Ja, das war jetzt irgendwie mal wieder aus der Kategorie, die man nicht spielen sollte. Stimmt, man muss natürlich diese eine Taste noch drücken. Ich glaube, die Leertaste oder irgendwas. Und ich habe einfach eingegriffen. Na gut. Der Karton mal gut gegangen.
jetzt mal Richtung Ralf. Wahrscheinlich kann ich da vorne rum, oder? Da ist noch eine Falle, ich sehe sie. Hier ist eine Kiste, kann das sein? Fallenteil? Was ist das? Kisten öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Wie nur leicht öffnen? Ich muss die Leertaste halten. Oh ja, da ist was. Da ist eine Bombe drin. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt die Kiste aufmache, da ist so eine Bombe drin. Ich sehe sie ganz genau. Wie soll ich die dann entschärfen? Beziehungsweise... Oh. Geh mal weg hier. Es ist in der Kiste eine Bombe, das weiß ich. Wenn ich auf die Kiste schieße, was passiert dann? Gar nichts. Das ist irgendwie klar. Lad mal nach. Aber in der Kiste ist ja vielleicht auch was drin, was ich brauche. Hier ist Munition, gut. Hier. Wenn ich jetzt eine Spritze noch hätte, würde ich es vielleicht mal ausprobieren, aber ich will das jetzt nicht machen. Ich versuche mir mal, das mir zu merken. Wie komme ich eigentlich zu Ralf? Verstehe ich gar nicht. Oder vielleicht kann ich von oben eine Granate darunter schmeißen. Das wäre auch noch eine Idee. Das täte mir eigentlich sogar gut gefallen. Die Granate habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Hier. Hier sehe ich ihn doch. Ach, der hat auch eine Truhe da. Also ich muss da auf irgendwelche Weise hinkommen. Das muss gehen. Geh mal weg. Die Frage ist nur, wie ich das mache. Ich muss doch irgendwie da erstmal diesen Bretterverschlag da wegsprengen, oder? Oder muss ich das mit der Granate machen? Ist die Granate dafür da, dass ich Dinge aufsprenge? Da unten ist Ralf. Ja, es geschieht ja ganz recht. Wobei ich mich frage, wer hat dich eigentlich gefesselt? Da ist eine Kettensäge. Wieso hat Ralf seine Kettensäge in Griffweite? Das ist doch irgendwie alles bescheuert. So, jetzt mal Granate. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Ich kann da eine Granate runterschmeißen. Ach, die fliegt da so ein bisschen durch die Gegend. Ah, Moment mal. Mach was, Sebastian. Wo kommst denn du her, du Tussi? Sebastian, wehr dich doch mal. Hallo, ich drück doch die ganze Zeit. Das nutzt aber nichts, die macht mich kaputt. Hey, Lady! Oh, die olle Zicke! Wo kam die eigentlich her? Toll, ich habe keinerlei Lebenspunkte mehr. Das war wieder mal ganz großes Kino gerade. Oh, Mann. Ich dachte, ich bin hier sicher. Jetzt kommt die um die Ecke gelatscht, die olle. Wo kam die denn her? Hier ist doch nichts. Hier ist diese Tür. Läuft die hier so durch die Tür oder was? Ich fasse es nicht. Oh Mann, ich war so auf Ralf fixiert. Tja, was nun? Ich wollte immer noch schauen, ob ich hier
Ich spring dann weg. Von der Leiter aus kann ich sie wahrscheinlich nicht werfen. Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Andere Seite? Oder oben? Das wäre eigentlich am sichersten. Aber da komme ich nur hinter die Wand. Das ist schlecht. Und hier? Da komme ich sogar in die Nähe der Kiste. Also viel näher an Ralf ran komme ich nicht. Okay, ich probiere es mal. Hast du das überlebt? Oh, die Ketten sind kaputt. Was? Oh ja. Ralf. Oh, da ist noch. Ist noch einer. Ach ja. Ja, wie denn? Es war irgendwie sonnenklar, oder? So, Frage. Wie erledige ich Ralf? Granate ist ihm scheißegal. Schießen ist ihm scheißegal. Der hat seine Kettensäge. Oh, wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss erstmal wieder hoch, oder? Habe ich jetzt schon die... Ah doch, das habe ich alles schon eingesammelt. Ich hatte ja einen Kontrollpunkt hinterm Haus. Also ich habe jetzt die Granate. Damit kann ich ja Rambazamba machen. Aber wie ich Ralf erledige, ich habe noch keine Idee. Ich habe ja diese Axt. Ja. Nutzt mir die irgendwas? Ich könnte natürlich... Ah, ich könnte es mal mit der Axt im... Ach nee, kann ich gar nicht. Ich kann die gar nicht aufheben. Okay, vergiss es. Ich hätte jetzt gesagt... Ach so, ich kann natürlich... Ralf rennt hier hoch und ich kann dann probieren, das Ding hier anzuzünden. Und das ist eine Variante, die ich mal versuchen könnte. Jawohl. Das juckt den überhaupt gar nicht. Oder? Das ist dem Dicken völlig scheißegal. Ach! Wo kommt ihr denn her? Sprinten! Okay, ich habe durch die Granate natürlich die ganzen Zombies angelockt. Und nix ist jetzt mit Ralf und so. Oh, das ist doof. Und da ist Ralf. Prost Mahlzeit. Ach, geh mir doch aus dem Weg! Ach, er ist... Ja, toll. Du kannst nicht mehr laufen und da ist Ralf. Super. Komm, lauf hoch.
Lauf an dem Dicken hier vorbei. So. Ich wollte das Stroh anzünden. Funktioniert aber nicht. So. Ich brauche einen Plan B. Waffe weg. Wie kriege ich Ralf ausgeschaltet? Ich habe keine Ahnung bisher. Oh, deine Ausdauer. Ich muss auch mal was in die Ausdauer investieren. Das geht ja gar nicht. Meine aktuelle Idee wäre es, es hier mal mit diesem Stroh zu probieren. Und das kann ich sogar verschieben, wie ich gerade feststelle. Das wusste ich noch gar nicht, dass ich Stroh verschieben kann. Ob das gegen Ralf hilft, weiß ich natürlich nicht. Da unten habe ich ja auch noch was, oder? Oh, ich weiß es nicht mehr. Hör mal auf. Geh mal durch. Vielleicht muss ich ja Ralf auch unten bekämpfen. Das kann auch sein. Ach, hier. Er kommt ja hier die Treppe hoch. Ich würde jetzt hier mal versuchen. Ah. Schleichen. Ich würde mal versuchen, hier jetzt Stroh vor diese Leiter zu packen. Und wenn er dann da hochläuft, dann habe ich hoffentlich genug Zeit, noch irgendwie ihn da anzuzünden. Ich weiß nicht, ob das hilft. Es ist eine reine Idee. So, dich auch noch dahin? Jawohl. So, dann Granate. Ralf kommt. Da ist er. Das sind noch andere Zombies. Eieieiei. Hat das jetzt was geholfen? Irgendein Zombie ist verbrannt, aber ich weiß nicht welcher. Lady. Hey, Lady. Lady, ist es nicht dein Ernst? Und Ralf ist noch wach. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich kann da hinten nochmal probieren, was anzuzünden, aber ich glaube nicht, dass das das Rätselslösung ist. Ralf stand dahinter. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Rätselslösung, um ihn Ralf, wie soll ich dich killen? Ja, ja, ja. Also entweder hält der unglaublich viel aus und ich muss einfach nur noch mehr Schaden machen, also anbrennen, Granaten, schießen, Hackebeil, was weiß ich. Oder ich mache noch nicht das Richtige, um ihn umzuhauen. Ich bin total unsicher. Was ist denn das hier? Kann ich nicht aufnehmen. Oder? Nee. Tja. Das ist guter Rat teuer. Wie kriege ich den Kleinen? Ich gehe mal hier hoch. Hier war ich noch nicht. Vielleicht sehe ich hier was, finde irgendwas, was mir hilft. Immerhin komme ich hier ja hin, bevor ich mich mit Ralf auseinandersetze.
Hallo. Warte mal. Kann ich jetzt hier... ich kann doch gar nicht... Ach, ich muss die wahrscheinlich runterschießen, oder? Das ist ja gemein. Hier ist ein Fallenteil. Ne, was ist denn das? Neuer Gegenstand, was ist das? Blendbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitzblende. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Ein Blendbolzen. Aber ich habe doch die Qualenarmbrust noch gar nicht. Zwei Fallenteile. Grütze. 1000, schön. Und wo ist denn die Statue? Ich habe doch gerade eine Statue gesehen. Da. Untersuchen? Achso, ich kann wahrscheinlich hier runterschauen, aber erstmal möchte ich gerne. Der Schlüssel ist runtergefallen. Jawohl, sehr gut. Weg. Nachladen. Danke. Weg. Untersuchen. Da hinten ist dieser hässliche Typ. Wenn ich ein Snipergewehr hätte, dann... Ja, habe ich aber nicht. Außerdem möchte ich gerne immer noch Ralf umhauen. Da muss es doch irgendeine Variante geben. Runter. Runter, runter, runter. Und eine Schüssel aufheben. Dran denken, das wäre irgendwie gut. Jawohl. So, Schlüssel hier. Sehr gut. Ja. Ralf, du machst mir Sorgen. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, dem du Sorgen machst. Aber das meine ich ernst. Nochmal da reinrennen. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass du da bist. Ich schaue mich nochmal unten um. Oder ich muss einfach fliehen. Was wäre denn da? Ich könnte jetzt hier... Na gut, er kann Leitern steigen. Ach so, apropos Leitern steigen. War hier oben nicht irgendwas, was ich noch einsammeln konnte? Ich kann ihn befreien, kann dann da hinten über die Leiter von dem Balkon wieder runter und raus. Ja, und dann? Dann habe ich ihn vielleicht weggelockt. Vielleicht kann man ihn auch nur weglocken. Auch das kann natürlich sein. Ein Streichholz, na gut. Also der Plan wäre, dass ich jetzt sage, ich befreie ihn mit einer einzelnen Granate. Dann kommt er hochgerannt. Und dann renne ich hier raus. Treten. Hier runter. Und versuche ihn mal irgendwie abzuhängen. Ja, das ist ein Plan. Vielleicht kann ich ihn gar nicht killen. Vielleicht soll ich ihn einfach nur irgendwohin weglocken. Dort hinten dann am Eingang verliert er vielleicht meine Spur. Ja. Leider kommen natürlich auch alle möglichen scheiß Zombies jetzt. Oh ja, ganz viele. So. Einen normalen Zombie erledigt. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ja, wie? Ich weiß nicht, wie du das machen möchtest, Hase. Den Kerl schnell erledigen. Wo gehst du dir wieder raus? Hier. Ja, er kommt. Ich weiß, er kommt.
Die Musik ist immer noch so panisch, obwohl ich das Augensymbol nicht mehr habe. Heißt das jetzt irgendwas? Zuerst mal gucken, ob meine These überhaupt stimmt. Dass ich ihn ablenken kann. Abhängen. Nee, da kommt jemand. Ist das Ralf? Okay, die Zombies sind nicht abhängbar. Oh, seid ihr viele? Vergiss es, die Wumme nützt mir gar nichts. Hier kann ich einmal... So, weg. Hast du eine Waffe liegen lassen? Nee, leider nicht. Rambazamba! Tja, Ralf ist auch noch in Action. Wo auch immer er ist, weiß ich nicht. Er ist ziemlich nah. Oh, wie du die Treppe steigst, das kann nicht dein Ernst sein. Tür auf. So, hier kann ich einen oder zwei Zombies nochmal... Ja, also im Nahkampf habe ich keine Chance gegen Ralf. Überhaupt keine. Und weil das so ist, ist das lange Video jetzt hier zu Ende und ich gehe mal in mich und überlege, was ich anders machen kann, um diesen Dicken fertig zu machen. Vielleicht ja schon im nächsten Teil. Bis dahin.